Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch nach einer kleinen krankheitsbedingten Zwangspause wieder zurück nach Pokémon Let's Go Evoli. Im letzten Part waren wir hier in der Arena von Azuria City. Ich habe einen Mecker von Kurin bekommen, dass ich meinem Evoli diese Attacken nicht beigebracht habe. Insofern werden wir heute als erstes mal zurückgehen und dem Evoli noch die Attacken beibringen. Vielleicht nicht alle, aber zumindest ein paar davon. So, jetzt erstmal mal kurz mit den Leuten schnacken. Ich habe das Gefühl, wir haben das vergessen. Durch die bitteren Tränen meiner Niederlage ist das Wasser im Pool ganz salzig geworden. Doch, das hatten wir schon. Hatten wir dich auch schon? Hallo? Hallo, rede mit mir. Hallo, ich habe Fragen. Der Pool dieser Arena ist mit Meerwasser gefüllt. Ja, das musst du mal deiner Kollegin sagen. Die hat gedacht, das wären ihre Tränen. Aber naja, ne. So, jetzt eben kurz nochmal diese lustigen Fähigkeiten lernen. Ich habe das, ich habe da Mega gekriegt und deswegen lasst uns das eben korrigieren. Ich möchte nicht mit dieser Schande weiterleben. Aber ich glaube, wir wollen jetzt nicht alle drei. Ist ein bisschen viel. Soll ich deinem Evoli eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Ja, mach mal, was hast du denn so auf Lager? Blubsauger, Knisterladung und Flackerbrand. Mal gucken, was das alles ist. Was macht denn Blubsauger? Taki versucht Blubsauger zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Blubsauger ersetzt werden? Jo, erstmal gucken, was das ist. Keine Ahnung. Das ist eine Wasserattacke. What the fuck? Okay. Blubsauger. Evoli greift mit Wasserblasen an. Evolis KP werden um die Hälfte des vom Wasser angerichteten Schadens geheilt. Okay. Also ich mag ja Sandwirbel jetzt sehr gerne, aber ganz ehrlich, das ist zum einen ist das Typ Wasser, was ganz cool ist. Wir haben zwar keinen Typenvorteil, weil wir selber nur normal sind, aber... Warte, oh, okay, machen wir mal, das ist scheiß auf Sandwirbel. Das Spiel ist eh so leicht, brauchst du nicht, du lohnt sich gar nicht, ne? Taki hat Sandwirbel vergessen und Blubsauger erlernt. Ich glaube, das wird so ein Allround-Talent, wenn wir weitermachen. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Das ist doch nicht der Plan, ne? So, was hast du denn noch hier so? Soll ich deinem Evoli eine meiner Attacken... Ja, was hast du denn noch? Knisterladung. Jetzt sag, das wird wahrscheinlich Elektro sein. Ich mach mal noch Flackerbrand. Taki versucht Flackerbrand zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Flackerbrand ersetzt werden? Mach mal. Mal sehen, was das ist. Evo. Flackerbrand. Evoli hüllt sich in Flammen und stürzt sich beherzt auf das Ziel, welches dadurch Verbrennungen erleidet. Okay, Stärke 90 ist eine normal physische Attacke. Was ist denn bei uns höher? Der normale Angriff ist auch höher. Ja, ich bin ja eigentlich so ein Fan von Ruckzuckhieb, weil man damit immer so, wenn es dann am Ende knapp ist, dann nochmal das für sich rumreichen kann. Aber um Evoli so ein bisschen multitaskingfähiger zu gestalten, lasst uns doch ruhig mal auf Flackerbrand noch setzen. Diese Attacke vergessen. 1, 2 und schwupp. Jawohl. Taki hat Ruckzuckhieb vergessen und Flackerbrand erlernt. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Du, wir geben unser Bestes. Die letzte Attacke gucken wir uns zumindest jetzt nochmal an. Ja, mach mal bitte. Knisterladung. Taki versucht, Knisterladung zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Knisterladung ersetzt werden? Was hast du denn so auf Lager? Evo? Knisterladung. Evoli greift das Ziel mit Elektrizität an, wodurch dieses paralysiert wird. Das ist schon ein bisschen übel. Stärke 90, was macht Biss? Stärke 60 beißt und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. Ah, ich finde Unlicht ist an sich gar nicht so schlecht, weil wir, glaube ich, sonst nichts haben, was typenmäßig in die Richtung geht. Ich muss mal eben kurz mal gucken. Ich muss mal eben kurz mal gucken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll ist. Mit Unlicht sind wir halt gegen Kampf-Pokémon sehr effektiv. Und Käfer und Fee. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde es ungern, auch wenn es jetzt in der nächsten Arena relativ sinnig wäre, aber ich glaube, wir lassen es mal lieber. Also auf das verzichte ich erstmal und behalte, glaube ich, jetzt mal Biss. Mache ich das? Mache ich das wirklich? Ich könnte natürlich auch Kampf, das Doppelkick verlernen. Ich weiß es nicht. Wollen wir uns Doppelkick opfern? Ich bin unentschlossen, wie man merkt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was wir tun sollen. Ich glaube, wir werden tatsächlich Doppelkick einfach mal... Ja. Ja, komm. Aufgrund der Kompatibilität werden wir mal Doppelkick. Habe ich was anderes? Habe ich ein anderes Kampf-Pokémon? Ich glaube, ich habe kein anderes Kampf-Pokémon. Nein, wir lassen es erstmal. Ich muss erstmal gucken, was wir im Team haben. Ja, ja. Ich sag dir Bescheid. Lass mich erst mal gucken. Ich muss erst gestehen, ich muss mein Team erst nochmal wieder sehen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Guck mal, wir haben Pikachu. Ja, wir haben Pip. Das passt wohl. Du locken wir so, du. Du lassen wir so. Dann ist das gut. Dann ist das gut. Okay, dann haben wir das schon mal gelöst. Und gehe ich jetzt eben nochmal, wenn wir eh schon da sind, einmal hier kurz zu
zum Pokémon Center und heilen uns eben auch nochmal vor dem großen Endkampf. Ich habe das Gefühl, der wird zwar nicht so schlimm werden, aber hey, ne, mal machen. Einmal bitte alles wieder fresh aufheilen, das wäre sehr nett. Du-du-du. There we go. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Machen wir. Jetzt geht's erstmal los. Auf zur Arena zurück. Da ist sie auch schon. Nix wie Rinder. Okay, wir haben soweit alle auf dem Weg besiegt. Wir werden jetzt einmal nochmal kurz unser Evoli streicheln, damit es für den nächsten Kampf auch... Taki scheint die ungewohnte Atmosphäre der Arena zu genießen. Oh, du bist so süß. Komm, ich streichel dir erstmal den Kopf. Ich versuche mal, sein Öhrchen anzustupsen. Doink, doink. Kann ich dir auch high-pfeifen? Gefällt ihm nicht so gut, lassen wir lieber. Ich streiche dir noch ein bisschen das Köpfchen. Bisschen sanfter, nicht so ruppige Bewegungen. Ja, guck mal, das ist auch viel besser. Das magst du auch lieber, ne? Ja. Okay, soll erstmal reichen. Wie es wedelt. Okay, Evoli ist glücklich, wir sind glücklich, kann losgehen. Ich würde sagen, wir stellen uns dann mal Misty. Misty? Hey du! Was ist dein Motto beim Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Ja, wie wir ja gelernt haben, es ist immer sehr, sehr schlau, sich nur auf einen Typ zu konzentrieren. Ja, den kann man dann komplett beherrschen, dann ist man noch nicht so anfällig, ne, ganz klar. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht. Durch, ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Also ich... Arenaleiterin Misty fordert dich heraus. Arena Misty setzt Anton. Anton! Los, Bisa-Knosp. Ach ja, da war ja was. So, okay, let's go. Hauen wir einfach erstmal einen Rankenhieb raus, würde ich sagen. Wir sind ein bisschen unterlevelt. Dongs. Das ist sehr effektiv. Anton setzt Konfusion ein. Oh, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, das ist sehr effektiv. Das ist schlecht. So, direkt nochmal einen Rankenhieb hinterher. Doch sehr effektiv. Anton wurde besiegt. Der Rest eines Pokémon-Teams erhält auch Erfahrungspunkte. Tim erreicht Level 20. Arena darin Misty setzt als nächstes Starmie ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Ja, komm. Lass doch mal Pip eben noch mal ein bisschen mitmachen. Der will auch mal. Oin wechseln. Dieser Knosp kommt zurück. Pikachu! Misty setzt Starmie ein. Okay, ich würde sagen, wir haben mal so einen richtig schönen Donnerschock hinein. Starmie setzt Siedewasser ein. Okay. Oh, das war nicht so gut. Pip setzt Donnerschock ein. Oh. Das ist zwar sehr effektiv, aber irgendwie zieht er uns trotzdem ab. Also ich hau mal nochmal eine Donnerwelle hinterher in der Hoffnung. Vielleicht noch. Hat nochmal Siedewasser eingesetzt. Ah, ist nicht so gut. Ja, das, nein. Komm zurück, Pikachu, du hast gut gekämpft. Okay, das war nicht so erhofft, wie ich mir das jetzt gewünscht habe, gebe ich mal zu. Jetzt kriegst du ein bisschen Druck hier, ne? Vor allem, wenn die gleich noch so einen Supertrank oder sowas rausballert, wird's eklig. Wir können nochmal einen Egelsamen raushauen, dann heilen wir uns gegen an. Aber erstmal mal Rankenhieb, erstmal gucken, wie effektiv das ist. Psi-Welle. Oh oh. Ja, kann man noch aushalten. Machen wir einen Rankenhieb. Oh, dafür, dass das sehr effektiv ist, hält das Ding aber gut was aus, ey, muss man auch sagen. Wir haben noch einen Rankenhieb hinterher, ne? Stand Sour. Oh oh. Oh, wir leben noch, wir leben noch. Hauen wir noch einen Rankenhieb rein. Zack, jawoll. Okay. Langsam wird es etwas nervös. Ich würde sagen, wir opfern nochmal einen Rankenhieb hinterher. Dann wird unser dieser Knosp auch dann genug gekämpft haben, wenn er den Sternschauer überlebt. Oh, ja. Hauen wir raus, du. Siehst du. Das ist sehr effektiv. Kannst du Rückzugheben oder so? Nö. Das ist schade.
Will ich jetzt gleich wechseln oder versuche ich nochmal mein Glück? Ach komm. Unsere Pokémon müssen auch lernen, wie es ist. Ich versuche mal noch Giftpuder rauszuhauen. Vielleicht sind wir schneller. Nee. Die Initiative von Starmie ist leider höher. Ah, dieser Knospen wurde besiegt. Meine armen Pokies. So, wen haben wir denn noch so da? So, Ignis wäre jetzt eine durchaus schlechte Wahl. Lass mal Talkie nehmen. Level 21 geht doch, glaube ich, ein bisschen weit. Was kannst du denn? Biss. Ja, wir hauen einfach Biss rein. Wird schon. Ich hoffe, sie heilt das jetzt nicht hoch. Bye-bye. Hätte ich mal doch den Britzler gelernt, doch. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Also schlau ist tatsächlich eigentlich nur Pflanze und Elektro. Alles andere, Boden und Gestein. Nee, Pflanze, Elektro, das war's. Na gut, dann ja, hauen wir ein bisschen daher, ne? Hoffen wir das Beste. Taki, setz Biss ein. Los! Ich mach richtig fest zu. Ja, wunderbar. Doch sehr effektiv. Wie ist so gruselig den Kopf nach hinten drehen? Wie aus so einem Horrorfilm. Das hätten die ein bisschen schneller animieren müssen, weil es sieht so einfach ein bisschen upcreep-mäßig aus. Oh. Oh. Sorry, Leute. Wenn da noch mal manchmal so ein kleines Hüßchen rauskommt, so ganz genesen bin ich noch nicht, aber. Wow, ich habe verloren. Meine Stimme ist zumindest schon mal wieder da. Du gewinnst 3040 Pokédollar. Tja, Mist, aber du hast nicht schlecht gekämpft. Du, zwei Pokis. Hast du auf die Bretter geschickt, ne? Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Und High Five. Zack. Ab im Tail, voll großartig. Du hältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Du hältst TM 29 Siedewasser von Misty. Du verstaust das Item in der TM-Box. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Ja, das hätte ich vom Namen her jetzt auch so ein bisschen erwartet. Evoli will was von uns? Ja, freust du dich, ne? Taki hat dir einen High Five gegeben. Sieht aus, als wäre es jetzt total glücklich. Komm, streichel die nochmal liebevoll. Ja, ist du gut. Na, weiterkommen. Nee. Hast du gut gemacht, kriegst du noch was zu essen? Wenn es mir gelingt, mit diesem Motion Controller. Also, ich habe hier nicht den harten Dadderich oder sowas, sondern es ist einfach, wie es ist. Es ist nicht ganz so einfach, ne? Oh, hier ist man. Ja, da freut es sich. Gut, ist genug, würde ich sagen. Wir haben gerade eben ja schon eingehend etwas gespielt, das muss erstmal reichen. Erzählst du noch irgendwas anderes? Nö. Wende sie auf alle Pokémon an, die im Wasser leben. Jo. Also ich werde es nicht auf alle tun, aber ich verstehe, was sie meinen. Na gut, dann sind wir hier erstmal durch. Zweiten Orden in der Tasche und ich würde sagen, einmal kurz das Pokémon-Center nochmal wieder aufsuchen, bevor wir uns dann weiter fortbewegen. Da, 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 da. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Das wäre ganz nett eigentlich. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Rams, bams, badadams. Ich habe gerade voll hart wieder mein Ignis vernachlässigt. Ich schäme mich ein bisschen. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. So. Ignis scheint etwas eifersüchtig auf Taki zu sein. Schenkst ihm ein bisschen Aufmerksamkeit? Ja, selbstverständlich. Der Kleine soll nicht zu kurz kommen, ne? Siehste, Ignis sieht wahnsinnig glücklich aus. Oh, sind wir jetzt alle wieder glücklich und happy? Können wir uns weiter fortbewegen, würde ich sagen. So. Dann gucken wir mal. Wenn ich mich noch recht erinnere, ging es da oben irgendwo weiter. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Ein Shiggy. Shiggy! Schick, schick und weg ist es. Ja, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Ja, doch hat das nicht so ganz gehorcht, würde ich mal behaupten. Bisschen was versteckt irgendwie. Ich muss auf jeden Fall wesentlich öfter mal auf den Tail von Evoli achten. Wenn er es rumzuckert, dann gibt es versteckte Items. Also früher war das ja dieses lustige Ding, was man aufsetzen konnte. Wulli! Oh, Evoli ist neugierig. Was hier passiert? Evo! Oh, Kaffeebecher umgefallen. Okay, schon mal gar nicht. Der gute Kaffee. Und eine Spur. Ah ja. Wulli! Führt hier so quer. Und dann, ja, dieses Loch in der Wand sieht auch nicht richtig aus. Ich glaube, da müssen wir lang. Ich bin erstaunt, dass Evoli diese Schlüsse daraus ziehen konnte. Ne? Aus diesem eindeutig doch sehr verwirrenden Tatort daraus zu schließen, dass wir wahrscheinlich da durch müssen. Aber jetzt schnacken wir erstmal mit den Bewohnern.
Hallo? Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Menki oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Du, das ist nicht unbedingt nett, muss ich sagen. Oh, richtige Fieslinge. Diese Halunken von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Okay. Oh, so wird den Schrank hier kaputt gemacht mit kaputter Scheibe da drinne. Wahnsinn, das Bild hängt schief, ne? Oh, gut, wir gehen mal raus, ne? Gehen wir mal gucken. Da ist er ja auch schon. Und den habt ihr jetzt nicht gefunden. Ey, du da, du kannst doch nicht einfach so in andere Leute Garten rumlatschen. Hä? Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Komm, ein bisschen verdächtig. Glaubst du mir einfach nicht? Ich muss sagen, nicht so zwingend, muss ich jetzt mal gestehen. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Rüpel von Team Rocket setzt radikal ein. Ah, ja. Das dürfte immer noch einfach nur normal sein. Insofern sehr gut das verdammte Scheiße. Ich habe aus Versehen ja noch meinen Visa Knosp auf Platz 1. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt, weil da hilft ordentlich jetzt. Ja, egal. Nehmen wir einen Rankenhieb und hoffen das Beste. Rankenhieb! Oh, setzt Biss ein. Oh, gleich mal Visa wegbissen. Oh, holy shit. Ja, wechseln wir das Pokémon. Wir gehen mal wieder auf unsere Allzweckwaffe. Torki. Die halt auch Kampf kann. Ich habe gedacht, der wäre noch auf Platz 1. War er gar nicht. Nicht so schlau von mir, ne? Aber das kennt man ja. Ne? Das kennt man ja. Du schaffst es, Hockey. Ich habe vollstes Vertrauen. Du, Radikal setzt Biss ein. Doppelkick geht raus. Taki setzt Doppelkick ein. Kadoms und Kadoms. Das dürfte jetzt auch sehr effektiv gewesen sein. Das ist sehr effektiv. Zweimal getroffen, Radikal, wo du siehst. Taki erhält 216 Erfahrungspunkte, Visa Knosp 180, der Rest kriegt auch noch ein bisschen was. Oh, 13 ist erreicht. 17. 13, Alter, was ist los mit mir? Rüpel von Team Rocket wurde besiegt. Ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde ja schon. Du gewinnst 420 Poké-Dollar. Ist ja schon gut, ich gebe die gestohlenen TM zurück. Du hältst TM 10, Schaufel. Ich finde es gut, dass du sie mir zurückgibst und nicht den eigentlichen Besitzern, weil jetzt gehört sie mir, ne? Du, ich gebe die jetzt nicht da wieder ab, ne? Du verstaust das Item in der TM-Box. Ist, glaube ich, auch so nicht unbedingt vorgesehen. Also, ich gehe dann mal besser. Tschö, bitte. Oh, mach dich mal auf den Weg. Aber war traurig. So, ich habe was vergessen. Ich wollte, bevor wir losgehen, nochmal eben den Laden und gucken, ob wir noch Pokebälle brauchen oder so. Warte mal, immer ein Beutel. Muss mir jetzt wieder eingerufen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo wir so stehen geblieben sind. Wie sieht das denn aus? Fangtasche. Ja gut, ne? Also wir sind ballmäßig schon noch ein bisschen gut dabei eigentlich. Also so schlimm ist das nicht. Aber trotzdem, eben einmal kurz Zeug verkaufen. Vielleicht Bälle doch noch ein bisschen erhöhen. Bisschen noch, weil man braucht ja doch jetzt deutlich mehr, wenn man ein bisschen leveln will. Und ja. Erstmal den Laden finden. Wo ist der denn? Wo ist denn der Laden? Wo ist er denn? Evoli! Da ist er. Tack. Guten Tag. Herzlich willkommen. Womit kann ich dir behilflich sein? Du, ich will was verkaufen, wenn das okay ist. Und zwar habe ich eine Prachtfeder. Die kannst du einmal haben. Jo. Immer gerne, ne? Dann habe ich hier noch ein Nugget von der Nugget-Brücke. Kannst du auch einmal haben. Jo. Das ist schön. So. Das wäre das. John. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich will einkaufen. Und zwar Pokéball. Wir haben jetzt 65. Ich würde sagen, wir hauen da nochmal ruhig 25 drauf. Komm, man muss sich auch mal gönnen, ne? So. Ja, gönn mir das mal bitte. Hier bitte sehr, vielen Dank für deinen Einkauf. Dankeschön. Zwei Premierbälle noch als kleinen Bonus dazu. Läuft doch bei uns. Superball haben wir 38. Ich würde sagen, da haben wir sogar wirklich nochmal so 22 drauf, wenn es geht. Ja, guck mal. Ist so gut, Herrn. Ist so gut. So, eben das noch drauf. Jo. Hier bitte sehr, vielen Dank. Dankeschön. Nochmal zwei Premierbälle dazu. Das ist mein Trick, ne? Ich kaufe jetzt einfach so viel. So, Trank haben wir 13. Supertrank haben wir einen. Reicht aber auch. Gegengift, Feuerheiler.
Feuerheiler ist nicht so wichtig. Eisheiler Aufwecker ist wichtig. Haben wir einen. Und Lockparfüm. Ne, Rest passt erstmal. Judy! So, nee, das bist. Ich bin wunschlos, wunschlos glücklich. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ich mich auch. So, ihr Lieben, ihr habt den Horn kriegen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.